loszufliegen. Okay. Das Problem ist, die erwarten halt, dass du die Dinger auch wieder landest. Ja, das finde ich, empfinde ich persönlich als Zumutung? Ja, das muss einfach nicht sein, weißt du, also. Ich meine, so ein Flugzeug hat eine begrenzte Anzahl Sprit. Das kommt schon von alleine runter. Irgendwann kommt das schon runter. Da muss man jetzt nicht so ein Bohai drum machen, weißt du? Richtig. Also, das ist. Apropos kommt runter. Ich glaube, ich schaffe das auch gleich. Ich habe da unten ein Fahrzeug stehen, mit dem ich dir hochhelfen kann. Wenn du sagst, dass du Hilfe brauchst. Ich sehe das Ziel. Also das Lager ist ein Zelt. Dann denkst du nur, dass du denkst. Genau. Runter kommen sie alle. Genau so. Dann sind sie ganz schön runtergekommen. Doch. So. Dann willst du aber auch nicht mehr in der Nachbarschaft wohnen. Bisschen. Ich würde mich jetzt zurücksetzen. Du möchtest doch nur Schneeketten haben. Ja. Und ich möchte sowas von Schneeketten haben. Ich weiß gar nicht warum. Außerdem sind dann auch meine und hier nicht verkaufen. Außerdem hast du noch wieder eine Federung. Genau. So, ich muss da weiter. Okay. Ich müsste mir mal vorsichtig noch ein bisschen Wasser eingießen und das möglichst nicht über die Tastatur. Also es wäre zu empfehlen. Tastaturen reagieren in der Regel nicht so optimal auf Wasser. Ja, das kannst du der Tastatur, die da im Bildschirm im Hintergrund liegt, bei mir auch erklären. Das ist nämlich die G910, die ich das eine Mal zerramst habe. Wie konntest du das nur tun? Die arme Tastatur. Mit einem solchen Wasserglas. Wassergläser machen auch ihre Tastatur kaputt. Allerdings in dem Fall, bis 60 Milliliter wäre angeblich nichts passiert. Ich hatte wahrscheinlich 65 im Glas. Ganz schlecht. Ganz schlecht, ganz schlecht. Und Haus weg. Was? Haus weg? Ja, ja, ich habe gerade einen von den Metallrahmen mitgenommen. Zack, Haus weg. Angst. Wenn der Satz vorbeikommt, Haus weg. Ja, also vorausgesetzt, ich komme mit dem LKW vorbei. Und ich darf 7,5 Tonnen fahren. Bist du so alt, dass du deinen Führerschein schon so lang hast? Ja. Ich hab ihn noch gemacht, da war das so. Ja, ich meinen ersten auch. Ich habe den natürlich nicht abgegeben, weil ich es nicht eingesehen habe. Also ich wollte ihn unbedingt behalten. Ich habe ja noch mal einen. Ich habe ja schon jetzt dann noch mal einen neuen gemacht, weil doppelt ist besser. Ja, klar. Lieber zwei haben und wenn man dann hat man immer noch einen, wenn man einen abgeben muss. Genau. Macht ja auch Sinn. Allerdings, ich habe die hintereinander gemacht, sozusagen. Nee, ich habe tatsächlich meinen ersten gemacht. Gab es gerade den Umbruch zu dem neuen Führerschein. Aber dadurch, dass ich meinen quasi in den letzten Dezembertagen gemacht habe, galt für mich doch die alte Regel. Okay. Das heißt, mich haben sie auf große Fahrzeuge losgelassen, mit denen ich nie geübt habe zu fahren. Was ich sowieso spitze finde. Ich bin gelernter Automobilverkäufer. Ich habe die ersten Jahre in dem Job ohne Führerschein gearbeitet. Ja. Auf dem Gelände durftest du ja fahren. Richtig. Auf Privatgelände ist das ja alles kein Stress. Ja, prinzipiell aber doch, weil wegen Versicherungen und so. Oh, das nächste Haus weg. Nur wenn ich mit dem LKW komme. Wenn er im LKW kommt, zack, ist euer Haus weg. Richtig. So was von. Da kannst du gar nicht gucken, so schnell wie das Haus weg ist. Koko weg, heute fehlt mir ein Zuschauer. Bei dir. Oh, der ist wohl nicht da. Ja.
Klingeling. Oh ja, das ist halt so. Es kommt eigentlich bis 9:30 immer mal ein Hallo. Es sind ja noch 10 Minuten. 9. Ich will jetzt nicht kleinig sein, aber 9. 8,5. Nein. Jeder hat mal Dinge zu tun. Nein. Über andere Dinge. Nein. Bei unseren Mengen an Zuschauern werden die Hand gezählt und da gibt es Anwesenheitsappell. Könntest du deine LKWs nicht einfach auf allen rutschigen Straßen mitten drauf stellen? Ist okay, mache ich demnächst. Alter Schwede, da steht hier einfach so ein blaues Ding. Ja, deswegen habe ich da auch blau markiert. Weißt du, was jetzt wieder geht? Nein. Bitte. Wir können ja mal durchzählen. Eins. Ich glaube, die anderen können nicht zählen. Danach kommt die zwei. Aber mehr verrätst du jetzt nicht. Nee. Jo. Bin auf der anderen Seite angekommen. Hat funktioniert. Ja, dann ist noch eine Aufgabe. Das. Ach, geht die andere Durchfahrt jetzt, ne? Ja. Hab sie gerade freigeräumt. Okay. Jetzt habe ich noch 73 Liter, mal gucken, was ich damit mache. Kannst du ja mal gucken, ob da oben nicht noch was zu erkunden 88. War oder so. Ja, das mache ich gerade. Also, ich sag's mal so, ich nehme jetzt nochmal die zwei Aufgaben hier an, die hier rumliegen. Aber viel mehr kann ich damit wahrscheinlich auch nicht machen. Oh, hier ist auch schöne Wassereisstrecke, also. Entschuldigung, Matschstrecke. Punkt war rechts, aber das Ziel ist links. Das ist verwirrend. Ich glaube, hier steht an jeder Kreuzung ein Schildtunnel. Ja. Hallo, mache ich das richtig so? 0815, alles klar. Ja. Ja? Zahlengenies bei dir im Publikum. Ja, ja, mein Publikum kann Mathematik. Was kann deins? Meins sieht gut aus, ist prinzipiell per se das weltbeste Publikum der Welt und wahrscheinlich drüber hinaus. Okay. Mindestens. Also Leute, ihr habt's gehört, strengt euch an. Es sind ja die gleichen, also von daher. Ja. Da trete ich ja keinem zu nahe, das ist das Gute an der Sache. Ja, das ist sehr gut bei Multistream. Stell dir vor, wir hätten einfach nur so eine Plauschrunde und würden nicht Multistream. Dann wäre jetzt aber problematisch. Offensichtlich zahlt er besser. Oder zählt. Ja gut, mit 50 Liter komme ich hier bei der Geschwindigkeit, die hier an den Tag legt, nicht weit. Mindestens, genau. Mindestens. Die Einzigen, die noch besser sind als meine Zuschauer, das sind natürlich meine Abonnenten. Das ist ja natürlich sowas von klar. Die sind quasi das Tüpfelchen und so. Aber das sind ja quasi auch Zuschauer. Ja, okay. Die ist schon angenommen. Hilft deinem Nachbarn? Ist die auch schon? Ja doch, die ist auch angenommen. Na gut, dann brauche ich hier eigentlich gerade gar nicht. Ach komm, dann setzen wir das Fahrzeug direkt zurück. Früher, so. Da hatte ich immer noch, warte mal, wie heißen die Leute? Mozzeratoren? Die hätten jetzt sowas gemacht. Warte. Gute Drahit. Ja, aber mittlerweile sind das alles früh ins Bett Gänger und ja, die haben ja das grüne, dieses grüne Schwert, das haben die ja eigentlich nur, um das umzudrehen und sich oben auf den Griffstück aufzulehnen, weil sie an Altersschwäche quasi leiden. Manch einer bemitleidet sie sogar.
Wir haben ja so einen sonntäglichen Singeskreis der Moderatoren. Da bemitleiden wir uns auch alle gegenseitig. Ah, da Nein, gibt es dann wären die Verbrauchsgüter. schon Sehr längst alle gut. tot. Machen wir doch mal die Unterstützung der Einheimischen. Dafür haben wir den Dan raus mit rübergeholt. Und setzen dem vielleicht jetzt auch noch mal ein paar Zieh los, ab, Ketten komm. auf. Dann ist das gleich die Alternativstelle. Gude ist kein gruseliges Wort. Kannst du den Bembel fragen? Jo. Oder jeden Gude in ist der auch kein Gegend. Wort, sondern Gude ist quasi ein ganzer Satz. Richtig. Weil Gude ist die hessische Variante für einen wunderschönen guten Tag. Wie geht es dir? Ich hoffe gut. Mir geht es wunderbar. Schön, dass wir uns sehen. Ja? Konnte der nicht noch. Oder so ähnlich. Hallöchen Fresh, sei gegrüßt und guten Tag. Ich meine, gute. Wie geht's? Wie steht's? Was gab's zu streamen? Konnte der nicht auch einen langen Dings? Nein, offensichtlich nicht. Aber der kann einen Schwerkran. Nice. Schwerkran klingt gut. Der sieht auch schwerkranig aus. Aber leider nur ein Zweier-Dings da hinten drauf, Packer. Also ich finde Und Gude hallo. schöner als Moin. Mögen mir alle Menschen im Norden verzeihen. Ja, moin. Was? Moin ist dagegen sympathisch. Ne, das ist nur bekannter. Also ein Gude, da hat man gleich so den Duft vom frischen Apfelwein in der Nase. Ah, da ist Legacy. Ich habe gehört, es gab Leute, die haben die Möglichkeit gehabt, heute schon mal reinzuschauen. Herzlichen Glückwunsch, dass du dazugehörst. Zum Essen Pudo à la Sanepe. Senape. Hähnchenbrust und Senfsoße. Okay. Heute gab es nur Sushi. Wie das Hähnchen spricht Fremdsprachen. Genau. Pudo à la Sanepe. Das Hähnchen spricht Fremdsprache. Was? Senfsprache. Senfsprache. Hey, wenn ich jetzt hierher gefahren bin und hier gibt es jetzt keinen Container mehr, das habe ich nämlich vergessen vorher zu gucken. Beim Lagerhaus da unten. Null Fracht übrig. Auf den Schienen liegen noch ein paar. Fahr einen Kran hin, ich kann es dir hochkranen. Vor anderthalb Monaten sogar zum ersten Mal. Der Key von damals hat heute auch noch funktioniert. Ah. Oh Gut zu nein. wissen. Key Recycling. Nein. Während ich hier auf dem Hof war, denke ich mir, da hätte ich doch mal gucken können, oder? Mann. I feel me deprimiert. Was denn ernsthaft? Okay, alternativ machen wir so, du kannst mal die Verbrauchsgüter für die Einheimischen nehmen oder unterstütze die Einheimischen, weil dafür bist du genau an der richtigen Stelle. Ich setze mich zurück. Hol mir einen Kran und hol den anderen Container. So. Aber wo wohnt Steve? Hast du mal geguckt, wo Steve wohnt? Ja, du kannst eh nur zwei gleichzeitig. Ja, ich muss den Kran hier nehmen. Ja, ist okay. Dann nehmen wir den Kran. Nee, ich meine im Sinne, Das hast du ist. geguckt, wo Steve wohnt? Ich weiß. Ich habe hier jetzt eigentlich auch nur noch die White Westerns. Und den Caterpillar. Na. Okay. Truck Shop. Ich hätte gerne ein vernünftiges Fahrzeug, was ich hier verwenden kann. Mit was kann ich dich. Alles, was in Lakritze getaucht ist, ist eklig. Aber nein, Gude ist überhaupt nicht unsympathisch. Und eigentlich gibt es ja noch ein Ei-Gude wie. So, das ist aber trotzdem nicht dein Ernst, dass ich die Verbrauchsgüter da hochfahren soll, oder? Du kannst ja schon mal die ersten beiden machen. Nicht das dritte. Aber du bist ja quasi da, sowieso da und so. Das meine ich.
Aber warum ist da ein Krantrack empfohlen? Das weiß ich nicht. Vielleicht gibst du so oft um? An der Abgabestelle ist ein Kransymbol. Oh. Okay. Ja gut, dann wird das vielleicht, ja, vergiss es. Könnte das der Grund sein? Kann ich dich denn... Ja, sieht so aus. Was bist du? Scheiße. So, wo gibt's jetzt hier eigentlich? Jetzt soll ich mir die andere Aufgabe, jetzt will ich wissen, wo es die andere Dings gibt. Oh, Mann, du bist ja heiß. Das ist aber nett, dass du das siehst. Du aber kennst diese Anhänger hier mit den großen Treibstoffaufbauten. Ja. Den International Paystar 5600 TS kriegst du auch so ein Ding drauf. Komplett, Komplett. Vor allem, wenn du da einen Kran drauf hängst, dann ist so der halbe LKW doch frei. Das ist so, ne? Also hinten noch eine Doppelladefläche eigentlich drauf bauen. Ja, dummerweise baut sich der Kran da hinten. Holzladekran hilft uns nicht bei dem kleinen Kram. Ich stelle gerade ein großes Malheur fest. Ich werde mich mal ganz kurz stummen. So, die Kamera kurz ausschalten. Gibt also keinen Stuhl-TV und ich werde mal meinen Stehhocker holen, der ist gerade weg. Ich glaube, ich hole mir die Kiste jetzt einfach mal und gucke sie mir an. Ach, erforsche die Welt, um den Vertrag freizuschalten. Na, ist okay, dann hole ich mir vielleicht doch nicht. Schade, schade, schade. Kann man hier was Vernünftiges draufhängen? Holzladekran, Teleskopkran, aber das ist ja kacke. Wobei, das ist endlich mal ein Kran, der nicht sonst wo runterhängt. Gut, was haben wir hier? Heavy Duties. Na gut, ein White Western, da brauchen wir nicht mit anfangen. Die Schnellstraßenteile brauchen wir auch nicht. Was warst du? Kannst einen Teleskopkran draufpacken. Und auch einen Pritschenwagen. Aber nicht beides. Wir brauchen da unten Kranse. Komm, dann machen wir das so. Dann kaufe ich mir den hier. So, da bin ich wieder. Und pack da einen Kran drauf und fahr den einfach runter. Oh, der geht auch. Tatsächlich, der geht. Aber oh, wir fahren so langsam. So, passt das. Ja, gut. Es gibt auf dieser Map keinen Frachtcontainer. Doch, die liegen alle an den Schienen. An den Schienen liegen Tausende. Aber scheinbar keine Frachtcontainer. Weil er zeigt sie nicht an als Frachtcontainer. Ja, sie werden nicht als Container angezeigt, das stimmt. Dann sind die entweder für eine Mission fest oder sie sind irgendwas anderes. Macht natürlich Sinn. Ich baue jetzt auf jeden Fall meinen Kran zusammen, den wir da unten hinstellen können.